Herzlich willkommen zum Operations Management Tutorial. In diesem Clip aus der ersten Serie zum Bestandsmanagement möchte ich Ihnen nun für das Zeitungsjungenproblem erläutern, wie man dort die Beschaffungsmenge mit den minimalen Kosten bestimmen kann. Wie sieht denn die Kostenfunktion aus? Nun, die Kostenfunktion hängt gewiss ab von der Beschaffungsmenge Q und sie hängt sicherlich ab im Sinne einer erwarteten Kostenfunktion von dem Erwartungswert der Fehlmenge und dem Erwartungswert der Restmenge. Für den Erwartungswert der Fehlmenge bei einer gegebenen Beschaffungsmenge Q, wie auch für den Erwartungswert der Restmenge bei einer gegebenen Beschaffungsmenge Q, hatte ich Ihnen in einem vorherigen Videoclip bereits erläutert, wie wir diese Erwartungswerte berechnen. Und nun kommt in das Modell des Zeitungsjungenproblems noch etwas Wichtiges hinein, nämlich die Vorstellung, dass es Kosten verursacht, zu viel oder zu wenig beschafft zu haben. Mit CU im Sinne von under, unter, wollen wir also die Kosten der Unterbeschaffung einer Einheit abbilden. Das heißt, das ist quasi die Kosten, die mit einer Einheit Fehlmenge einhergehen. Und analog haben wir hier drüben mit CO die Kosten der Überbeschaffung, over. Und das heißt, das ist also die Kosten einer Einheit von Restmenge. Zunächst gebe ich Ihnen jetzt mal ohne Begründung, die Begründung kommt gleich noch, an, wie die Bedingung für die Berechnung des Kostenminimums denn eigentlich ausschaut. Nun, die Bedingung für die Berechnung des Kostenminimums sieht so aus, dass wir hier eine Größe ermitteln können, die wir auch als sogenanntes kritisches Verhältnis bezeichnen, nämlich das Verhältnis der Kosten der Unterbeschaffung zu der Summe der Kosten von Unter- und Überbeschaffung. Und an der Stelle, an der die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Nachfrage genau die Wahrscheinlichkeit aufweist, die diesem kritischen Verhältnis entspricht, an der Stelle liegt unsere kostenminimierende Beschaffungsmenge, unsere optimale Beschaffungsmenge Q Stern. Schauen wir uns das zunächst mal im Fall einer diskreten Nachfrage an. Das ist das gleiche Beispiel, was in einem früheren Video herangezogen wurde für die Berechnung des Erwartungswertes der Fehlmengen und der Restmengen. Und dann können wir hier erkennen, dass in dem Fall bei den Beschaffungsmengen 3 und 4 das Minimum liegt. Und dass, wenn wir weniger als 3 oder 4 Mengeneinheiten beschaffen, dann die erwarteten Kosten höher sind. Und wenn wir mehr beschaffen, sind die erwarteten Kosten auch höher. Das heißt, da gibt es offenbar ein Kostenminimum in diesem diskreten Fall. Und wenn wir uns den stetigen Fall anschauen, eine normal verteilte Nachfrage betrachten, in dem Fall, ich glaube, es war so mit einem Erwartungswert von 100 und einer Standardabweichung von 20 und bestimmten Kostenparametern, dann sieht im Prinzip die Funktion auch wieder so aus, dass die an irgendeiner Stelle ein Kostenminimum hat. Und wo diese Stelle ist, wie wir die finden, das ist jetzt praktisch das Thema dieses kleinen Videoclips. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man sich dieser Berechnungsformel nähern kann. Der eine Weg ist der, dass man es ganz sauber formal aufschreibt, mit jede Menge Analysis und Differentialrechnung und solchen Sachen da herumarbeitet. Und im Anhang des Operations Management Tutorials finden Sie die komplette Herleitung. Ich gehe jetzt hier mal eine Abkürzung, die auch zum gleichen Ergebnis führt und etwas intuitiver vorgeht. Die Idee ist nun die folgende. Nehmen wir mal an, wir hätten unsere optimale Beschaffungsmenge Q Stern ermittelt. Dann müsste die Beschaffungsmenge die Eigenschaft aufweisen, dass
von dieser Beschaffungsmenge in beide Richtungen abzuweichen, in dem Sinne, dass man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger beschafft, zu den gleichen Kostenanstiegen führt. Oder um es andersrum zu sagen, im Optimum entsprechen sich die marginalen Kosten einer Über- oder Unterbeschaffung ausgehend von diesem Optimum. So, was wären denn jetzt die Kosten einer marginalen Überbeschaffung? Nun, stellen wir uns also vor, wir würden eine kleine infinitesimale Einheit Delta x zu viel beschaffen, ausgehend von einer Beschaffungsmenge Q Stern, dann wäre also der Erwartungswert dafür oder der Erwartungswert für die zu viel beschaffte Menge wäre also dieses Delta x multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nachfrage d kleiner gleich dieses Q Stern ist und die Kosten, die wir für eine Einheit an Überbeschaffung haben, sind gerade dieses CO. So, das wäre also die marginalen Kosten der Überbeschaffung. Und wie sieht es aus mit den marginalen Kosten der Unterbeschaffung? Nun, damit wir hier eine Unterbeschaffung haben, müsste also die Nachfrage größer gleich diesem Q-Stern sein. Und für die marginale Menge Delta X wäre das dann der Erwartungswert der marginalen Unterbeschaffung. Das sind die Kosten der marginalen Unterbeschaffung. Und im Erwartungswert, im Optimum müssen diese beiden Größen gleich groß sein. So, wenn wir das also mal quasi postulieren, dass im Optimum dieses Gleichheitszeichen hier gelten muss, dann können wir von dort aus weiter rechnen, indem wir zunächst mal sagen, diese Delta X hier, die streichen wir mal heraus. Dann haben wir die erste Umformung erledigt und im zweiten Umformungsschritt können wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nachfrage D größer gleich Q Stern ist, auch ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit 1 minus die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses. So, dann lösen wir das Ganze auf nach der Wahrscheinlichkeit, die jetzt hier noch übrig geblieben ist und haben hier unsere Formel stehen, die ich Ihnen eben mal ohne weitere Begründung gegeben habe. Also wie gesagt, man kann diese Formel auch über eine sehr lange, sehr saubere Herleitung präsentieren, aber dieser etwas intuitivere Ansatz führt schneller zum Ergebnis. So, nun kann ich mir ja ferner noch überlegen, dass diese Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable d für die Nachfrage kleiner gleich einem wie auch immer gearteten Q Stern ist, nichts anderes ist als hier der Wert der Verteilungsfunktion von d an der Stelle Q Stern. Kann ich das also da einsetzen? Und dann muss ich im Prinzip nur noch die Verteilungsfunktion von der Zufallsvariable d invertieren und kann also hier mir eine Berechnungsformel für die kostenminimale Beschaffungsmenge Q Stern auf dem Weg ableiten. So, jetzt wollen wir mal den Spezialfall betrachten, dass die Nachfrage normal verteilt ist. Dann hätten wir also hier unsere Nachfrage d. Und dort mit x eine standardnormal verteilte Zufallsvariable x. Würden wir also, indem wir die standardnormal verteilte Zufallsvariable x multiplizieren mit der Standardabweichung Sigma d der Nachfrage und dann noch μ d addieren, diese Transformation durchführen von der standardnormal verteilten Zufallsvariable x auf die normal verteilte Zufallsvariable d. Diese Transformationsbeziehung benutze ich nun,
um dieses optimale Q-Stern auszurechnen. Der Ausgangspunkt der Betrachtung ist jetzt wieder die Idee, aha, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable d kleiner gleich Q-Stern ist, die soll bitte gleich im Verhältnis aus c Kosten der Unterbeschaffung zu Kosten der Ober plus Kosten der Unterbeschaffung sein. Dann kann ich jetzt im ersten Schritt für dieses d hier Sigma d mal x plus μ d einsetzen. Also dieses d wird hier ersetzt durch Sigma d mal x plus μ d. Jetzt habe ich ja hier eine Ungleichung in den eckigen Klammern. Die kann ich umformen, indem ich im ersten Schritt das μ d auf beiden Seiten abziehe. Dann kommt das hier hinter dem Q-Stern heraus. Und im zweiten Schritt teile ich dann das Ganze nochmal durch Sigma d. Dann steht jetzt hier x kleiner gleich Q-Stern minus μ d geteilt durch Sigma d. So, das ist aber jetzt hier nichts anderes, diese Wahrscheinlichkeit, als der Wert der Verteilungsfunktion einer standardnormal verteilten Zufallsvariable x an der Stelle Q-Stern minus μ d durch Sigma d. Und dieser Wert der Verteilungsfunktion muss gleich diesem kritischen Verhältnis sein. So, dann invertiere ich hier wieder die Verteilungsfunktion. Das heißt, ich muss mir also jetzt hier die invertierte Verteilungsfunktion an dieser Stelle angucken und weiß, dass das gleich dem jetzt auf der linken Seite stehenden Bruch ist. Und dann können wir das Ganze nochmal durchmultiplizieren mit Sigma d und auf beiden Seiten wieder μ d addieren. Und dann kommt also im Ergebnis heraus, dass ich hier diese Berechnungsvorschrift für die kostenminimale Beschaffungsmenge im Zeitungsjungenproblem habe, die da sagt, die optimale Beschaffungsmenge ist das Produkt aus der Standardabweichung der Nachfrage Sigma d multipliziert mit der Inversen der Verteilungsfunktion an der Stelle des kritischen Verhältnisses. Und zu dem ganzen Produkt addieren wir dann nochmal den Erwartungswert der Nachfrage. Das sieht vielleicht auf den ersten, zweiten und dritten Blick ein bisschen unheimlich aus, aber man gewöhnt sich an fast alles. Schauen wir uns den Rechengang an. Wir müssen also im ersten Schritt dieses kritische Verhältnis bestimmen, das wir dann als Wahrscheinlichkeit verwenden. Das werden wir ja hier quasi gleich dieser Wahrscheinlichkeit setzen. So, dann müssen wir an der Stelle dieser Wahrscheinlichkeit die Verteilungsfunktion invertieren, also mit anderen Worten die Ausprägung der standardisierten Normalverteilung finden, die zu dieser Wahrscheinlichkeit gerade gehört. Und dann müssen wir das Addieren mit der multiplizieren mit der Standardabweichung und den Erwartungswert nochmal darauf addieren. So, nehmen wir also mal an, die Nachfrage sei normal verteilt mit dem Erwartungswert 100 und der Standardabweichung 20 und nehmen wir an, die Kosten der Unterbeschaffung einer Zeitung seien 4 Geldeinheiten. Und die Kosten der Überbeschaffung sei eine Geldeinheit. Also mit anderen Worten, es ist für uns viel schlimmer, eine Zeitung zu wenig zu haben, die wir hätten verkaufen können, als eine Zeitung zu viel zu haben, die wir dann am Schluss des Tages notfalls wegwerfen. Die Frage ist offensichtlich, wie groß ist denn jetzt bitte die kostenminimierende Beschaffungsmenge? Im ersten Schritt rechnen wir das kritische Verhältnis aus. Kosten der Unterbeschaffung zu Kosten der Unter plus Überbeschaffung ist also 4 geteilt durch 5 und das ist 0,8. Das heißt, ich muss also jetzt mir anschauen in der Tabelle der Standardnormalverteilung, welche Ausprägung der Zufallsvariablen führt gerade zu diesem Quantil, zu dieser Wahrscheinlichkeit. Bei welchem Quantil ist die Wahrscheinlichkeit 0,8? Und das ist dann nicht allzu schwierig. Ich gehe mal in diese Tabelle rein. Hier hinten finden wir im Operations Management Tutorial die Tabellenwerte der Standardnormalverteilung, angefangen bei minus 3. Gehen wir mal darüber, suchen uns die Stelle, wo dann da 0,8 herauskommt als Wahrscheinlichkeit.
Das haben wir jetzt auch schon fast gefunden. Das Ganze noch ein bisschen größer. Und dann können Sie also hier erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit von 0,799546, das ist praktisch 0,8 zu der Ausprägung von klein x gleich 0,84 bekommt, gehört. Also diese Wahrscheinlichkeit über die Invertierung der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung finden wir dann heraus. 0,84 ist der gesuchte Wert. Also die Inverse der Verteilungsfunktion an der Stelle 0,8, die wir hier berechnet haben, ist 0,84. Das sagt uns die Tabelle. Und damit wissen wir, dass offensichtlich die standardisierte Beschaffungsmenge 0,84 sein muss. Und nun erinnern wir uns an die Bedingung, die ich auf der vorherigen Folie gezeigt habe, die da sagt, die nicht standardisierte Beschaffungsmenge Q Stern erhalten wir, indem wir die standardisierte Beschaffungsmenge von 0,84 multiplizieren mit der Standardabweichung von 20 und nochmal den Erwartungswert von 100 addieren. Und dann kommen wir dort auf 116,8. Das ist die Beschaffungsmenge, die in dieser Modellvorstellung zu der günstigsten Lösung führt, bei der wir uns nicht dadurch verbessern können, mehr, dass wir mehr oder weniger beschaffen, wo also quasi die marginalen Kosten der Über- und Unterbeschaffung gerade gleich groß sind. Nachlesen und weiterarbeiten können Sie das alles im Operations Management Tutorial. Da finden Sie auch nochmal eine Fortsetzung dieses Beispiels, die Ihnen zeigt, wie groß bei dieser Beschaffungsmenge dann der Erwartungswert der Fehlmenge und der Erwartungswert der Restmenge und die erwarteten Kosten in diesem Minimum sind. Das ist aber dann eigentlich nicht mehr allzu schwierig, das auszurechnen.